Sondern guten Abend. Wie versprochen melde ich mich zurück von Live Trading TV von JFT Brokers. Dann schauen wir mal an, was der DAX und der Dow Jones heute so gemacht hat. Der DAX konnte eben heute Morgen bei 11.265 bullisch nach oben drehen. Das sieht man hier im 15-Minuten-Chart deutlicher. Habe ich im Video angesprochen, dass hier für mich gesehen eine kleine Bärenfalle entstanden ist. Aber das Setup habe ich jetzt nicht speziell auf dem Desktop vorgestellt, sondern nur halt im Wochenendsvideo gesagt. Der Ausbruch nach oben lief dann nahezu exakt an die Marke hin. Hier gab es einen bullischen Pullback an die Ausbruchsmarke und hier gab es am Nachmittag nochmal eine Hammerkerze auf diesem Niveau. Hier sind jeweils die Pullbacks eben sehr bullisch gewesen. Und hier könnte nochmals eine Welle bzw. noch zwei Wellen nach oben laufen, um eben dieses Kursziel aus dem Wochenchart, dieses Gap hier, Fenster bei 11.600, was hier eben nochmal eingezeichnet ist, eben noch zu erreichen. Die Marke hat natürlich jetzt auch schon wieder jeder Charttechniker auf dem Fahrplan, aber es ist auch ein prädestiniertes Ziel jetzt hier erstmal, die 11.600 beziehungsweise 11.555er Marke. Mehr gibt es da erstmal nicht zu sagen. Den Dow Jones Index, da hatten wir noch ein Long Setup. In dem Video von heute Vormittag kann es jeder nachschauen. Da hatte ich diesen Pfeil, der anfangs hier hochging, eben auf diesen Widerstands- bzw. ja, Widerstandsbereich nach unten gesetzt. Habe gesagt, dass er wahrscheinlich vielleicht eben nur hierher laufen könnte, in diesen Bereich. Und hier lief er dann auch hin, trete hier exakt nach unten, also diese Kerze. Ich war am späten bzw. am frühen Nachmittag auch fast schon unterwegs und konnte hier das eben nicht mehr dokumentieren und begleiten. Aber das Setup ist wenigstens aufgegangen. Ein Setup, was nicht aufging, aber das konnte ich auch nicht näher begleiten, aber da muss ich definitiv sagen, hier ist eben ein neues Hoch entstanden bei Brent. Sollte dann eben nur hier runter fallen wieder, den EMA 200 touchieren und dann eben den Durchbruch hier von dem Abwärtstrend hinlegen. Hier wurde es aber deutlich abverkauft und direkt den Stopp hier erwischt. Also hier ist definitiv ein Negativ-Trade entstanden. Sonst, welche Setups sind noch am Laufen? Wäre zum einen hier das 3M, der amerikanische Wert. Hat hier jetzt ein bearish Engulfing hingelegt. Der Euro-Bund-Future sieht höchstwahrscheinlich so aus, als wäre er hier jetzt das Hoch erreicht. Aber eine Möglichkeit besteht, dass er jetzt hier morgen nochmal leicht dreht über den 185,20 und dann sollte man hier einen Ausstieg suchen. Gold, hier kann man vielleicht, hat man hier vielleicht einen bärischen Pullback gesehen an eine dreifache Widerstandsmarke liefer fast hin, exakt. Hier wäre noch ein bisschen Platz gewesen. Die inneren Strukturen, naja, solange es eben hier unter dem dominanten Abwärtstrend
der Kurs sich verhält, sollte es eben, wie ich gestern oder beziehungsweise heute noch vorgestellt habe, sollte es noch deutlich abwärts gehen. Dieses Setup ist nicht ausgeführt worden, dieses streiche ich jetzt, euro-britisches Pfund. Also da hätte etwas dynamisch kommen können. Vorerst wird das gestrichen. Das Haupt-Rohöl-Setup WTI ist durch die Kerze, durch die heutige Kerze auch nicht besser geworden. Hier bleibe ich aber trotzdem noch so eingestellt, wenn es noch in dem möglicherweise eben bärischen Flagge der Kurs sich noch aufhält, kann es auch nochmal eine Aufwärtsbewegung Richtung ja, 44 Dollar noch passieren. Das wären dann die Setups. Ja, das ist jetzt nochmal das Brent gewesen. Okay, dann danke fürs Zuhören und wir sehen uns, hören uns morgen.